Die psychedelischen Drogen sind zurück im Rampenlicht. Und zwar da, wo sie niemand erwartet hatte. In der Medizin. Psychedelika haben definitiv das Potenzial, das Leben von vielen Menschen, die an psychischen Krankheiten leiden, verändern zu können. Es ist die lebensveränderndste Erfahrung, die ich jemals gehabt habe. Bis zu ihrem Verbot in den 1970er Jahren waren die Substanzen schon an rund 40.000 PatientInnen untersucht worden. Denn LSD und Psilocybin aus den Magic Mushrooms zeigen eine besondere Wirkung im Gehirn. Psychedelika haben die Fähigkeit, Dinge durcheinander zu schütteln. Zack. Das könnte auch bei der Behandlung von Abhängigkeiten einen positiven Effekt haben. Sie sind unsere Hoffnung, denn es gibt nicht mehr so viel anderes zu erforschen. Eine der größten Studien derzeit untersucht die Wirkung von Psychedelika bei schweren Depressionen. Eine Reise ins Unbekannte. Ja, ich bin ziemlich nervös, muss ich sagen. Gesucht wird nicht nur ein neues Medikament, sondern ein neuer Therapieansatz. Ich glaube, dass wir vor einem Paradigmenwechsel in der Psychiatrie stehen.